Leider ging es uns gestern nicht so gut. Timmy ist einfach krank geworden, hat richtig Halsschmerzen, war beim Arzt. Und ich hatte in der Nacht irgendwie voll die komischen Schmerzen unter meinem rechten Rippenbogen, an der Leber und wo die Gallenblase ist. Das hat wirklich stundenlang angedauert, bis morgen ich habe Schmerztablette und so weiter genommen. Deswegen habe ich gestern auch nicht gefastet. Heute geht es mir auf jeden Fall besser. Ich faste heute wieder. Timmy geht leider immer noch nicht so ganz gut, deswegen fastet er heute auch nicht. Der muss sehr, sehr viel Wasser trinken, damit er schnell gesund wird. Voll schade, weil wir waren gestern eigentlich auch bei meiner Schwägerin Flora eingeladen. Konnten wir leider nicht hin. Heute wollten wir eigentlich was mit Freunden machen. Ging leider auch nicht. Wir sind halt zu Hause. Ich habe online was zum Einkaufen. Was zum Einkaufen bestellt? Ich habe Einkauf bestellt, ja. Also morgen kriege ich Besuch. Morgen kommen meine Mama, meine Tante, meine Cousine, meine Schwägerin, mein Bruder zu uns, zu Iftar. Und deswegen werde ich ein paar Sachen vorbereiten natürlich. Dementsprechend habe ich was bestellt, weil ich noch nicht alles zu Hause hatte, was ich machen will. Ich habe uns für heute zu Iftar was zu essen bestellt. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Und zwar von Lost Monk in Köln. In Ehrenfeld ist das. Das ist so asiatisch, aber das halal, deswegen voll nice. Da habe ich so ein Timing gemacht, dass das genau zu Iftar heute kommt. Ich bin gespannt. Und ansonsten habe ich den Einkauf, wie gesagt, bestellt. Der ist angekommen. Und den zeige ich euch auch noch schnell. Ganz schön schwere Tüten, Leute. Einmal. Ich hoffe, nichts kaputt gegangen. Zweimal. Da ist noch eine Tüte und einmal Wasser. Und einmal die dritte Tüte. Was habe ich eigentlich hier gekauft? Ich habe schon wieder fast vergessen, was ich gekauft habe. Aber mein Akku geht leer, deswegen muss ich Speicherkarte einmal wechseln. Ich musste gerade das Licht anmachen. Ich war gefühlt 5 Minuten weg, weil ich eine Speicherkarte gesucht habe. Und in der Zeit ist es irgendwie dunkel geworden. Beziehungsweise die Sonne ist so komplett weg. Egal, ich zeige euch jetzt schnell den Einkauf. Ich habe einmal Wildkräutersalat gekauft. Ich mache schnell Durchlauf, weil sonst ist es zu lang. Dann habe ich einmal Petersilie geholt. Ich wollte eigentlich noch zum türkischen Laden, aber ich gehe doch nicht heute, sondern am Montag. Heute ist Samstag übrigens. Dann habe ich zweimal Tomaten. Bisher sehr gesund, oder? Oh, ich wusste gar nicht, dass ich so ein Riesenteil geholt habe. Staudensellerie. Für eine Lasagne, also für die Bolognese. Rucola, Gratin-Käse. Einmal Giotto. Einmal Raffaello für Besuch. Eine Butter. Einmal Mascarpone, weil ich mache morgen ein Lotus-Cheesecake. Yeah. Freue mich. Lotus-Kekse. Walnüsse. Ich wollte gerade beleidigen. Ich habe das hier bestellt. Das hat fast 2 Euro gekostet und ich dachte, das war so eine große Packung. Kommt dieses Mini-Teil hier mit diesen 2 Cups an. Also einmal diese Peanut Butter Cups. Richtig überteuert. Dann einmal Kinder Bueno. Ja, jetzt habe ich ganz viel Schokolade. Weiße Schokolade, Erdbeeren und dann einmal Joghurtte. Oh, puh, das muss ich ganz schön schnell Tiefkühltour tun. Einmal Pommes. Zahnpasta hatten wir keine mehr da. Habe ich jetzt auch direkt damit bestellt. Müllbeutel habe ich direkt mitbestellt, weil Leute, ihr wollt es nicht dazu kommen lassen, zu dieser Sekunde, wo ihr dann erst denkt, okay, ich habe keinen Müllbeutel mehr und ich habe kein Zahnpasta mehr. Deswegen, das muss ein bisschen vorher gekauft werden. Dann einmal Schwämme, Sponges und diese, wie heißen die? Lappen. Einmal Mehl, weil das braucht man auch zu Hause, je nachdem, was man macht, ne? Dann einmal Buko, der sahnige, also den sahnigen habe ich geholt. Dann habe ich einmal Muttis passierte Tomaten geholt für die Lasagne. Einmal Schlagsahne für den Kuchen, oh, da freue ich mich drauf. Genauso wie Philadelphia für den Kuchen. Dann habe ich noch eine extra Schlagsahne geholt, mal sehen. Einmal Tomaten stückig, Lasagneblätter. Fusilli-Nudeln. Der Timmy, der liebt einfach Fusilli-Nudeln. Das sind seine Lieblingsnudeln. Und er sagt, alle Nudeln schmecken anders. Also jede Nudelsorte schmeckt anders. Kann ich irgendwo verstehen? Ja, irgendwo stimmt das schon. Weil ich mag auch nicht jede Nudelsorte. Obwohl man, wenn man sagen würde, schmeckt alles gleich, dann wäre es ja, ne, würde es nicht stimmen. Ich liebe auch Fusilli, aber ich liebe auch Spaghetti, Macaroni und so weiter und so fort. Aber Fusilli immer. Geschälte Tomaten hier in so einem großen. Feuchte Tücher. Chips, Kängurus. Dann einmal Brot. Die Katzen muss mal einer verstehen, wirklich. Wenn ihr das sehen würdet, ich zeige es euch gleich. So, dann habe ich dreimal Aubergine, weil ich weiß noch nicht so...
Ich weiß mein Menü für morgen für Besuch, aber das ist immer gut, wenn man Aubergine zu Hause hat, weil dann damit kann man mal ein Gericht zaubern aus dem Backofen. Mini-Gurken, so Mini-Kartoffeln, die sind auch ganz geil, so für Smashed Potatoes oder so. Nochmal Kartoffeln, Zwiebeln, weil Leute, ich muss so oft Zwiebeln neu kaufen. I don't know, geht bei uns sehr, sehr schnell weg. Ciabatta, Brötchen, ich wollte Bruschetta machen. Zitrone, nochmal Zimmergurke. Das war der Einkauf, dann habe ich noch Wasser geholt, ist aber hinten. Und jetzt muss ich euch Kübi zeigen, weil das ist echt kein normaler Kater mehr. Was ist mit dir? Was machst du da? Der hat sich einfach auf diese Tüte gelegt, so als wäre das das gemütlichste der Welt. Hauptsache Tüte, Hauptsache es knistert. Ich muss meinen Kühlschrank neu organisieren, Leute. Kühlschrank sieht gerade so aus, also wieder eine reinste Katastrophe. Wirklich nach so 2 Wochen sieht das wieder so aus, auch wenn ich es aufräume. Aber ich muss es einmal komplett organisieren, Einkauf einräumen und wieder fresh machen. Das war jetzt nicht geplant, dass ich 1,5 Stunden brauche für diese ganzen Sachen, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt nämlich nicht nur den Kühlschrank sauber gemacht, sondern auch die anderen Schubladen ein bisschen organisiert. Das zeige ich euch jetzt. Also, einmal der Kühlschrank. Ich muss sagen, sieht auf jeden Fall wieder viel, viel besser aus. Das Gemüse ist schön organisiert. Hier ist Obst, das werde ich uns aber später auch noch ready machen, dass wir das nach Iftar essen können. Hier sieht ein bisschen unordentlich aus, aber ich brauche die Sellerie morgen und das ist so riesig, das passt hier einfach nicht rein, ne? Ich will später mal so einen richtig großen Kühlschrank haben. Hier ein paar Sachen dort, was ihr seht. Da hinten ist auch Teig, den brauche ich morgen, das seht ihr glaube ich gar nicht. Und hier habe ich ein paar Soßen und so weiter und so fort, ja. Einfach ein ganz normaler Kühlschrank, Leute. Das ist jetzt trotzdem nicht fancy schmancy. Dann habe ich hier, Leute, auch organisiert. Das sah fürchterlich vorher aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also das sah sehr, sehr schlimm aus, die Schublade. Ich habe alles rausgemacht, die Schubladen komplett sauber gemacht und alles neu organisiert. Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick hier in meine Gewürze. Natürlich Dumans, Leute. Die sind übrigens gerade, also meine eigenen Gewürze sind gerade stark reduziert. Ihr seht, ich brauche wieder Nachschub. Das hier ist so geil für Linsensuppe und Eintöpfe und Rührei und so. Das kann man so in so vielen Sachen reinmachen. Jedenfalls, Leute, meine Gewürze, verlinke ich euch in der Infobox. Die sind gerade aktuell reduziert. Ihr bekommt jetzt alle 3 für nur 17 Euro ohne Code. Ich verlinke euch das Ganze. Also für die, die das nicht kennen, ich habe hier einmal ein Salatgewürz. Perfekt für Salat, wie der Name schon sagt. Kann man auch für Dips und so weiter verwenden. Dann Dumas Oriental Veggies. Habe ich euch eben schon gesagt, könnt ihr mal reinmachen. Und einmal Oriental Beef für rotes Fleisch, Leute. Sei es irgendwas mit Kebab, Köfte im Ofen irgendwas oder in der Pfanne brat ihr irgendwas an. Oder ihr macht eine Rinderpfanne oder irgendwas mit Lamm, Lammkotelett, alles was mit rotem Fleisch zu tun hat, das reinmachen, Bombe. Saved ihr euch auf jeden Fall mit dem Rabatt. Und hier sind meine ganzen anderen Gewürze, also es sieht einfach 1000-mal besser aus, ne? Ich bin auf jeden Fall zufrieden, das habe ich gemacht. Hier habe ich ein ganz, ganz kleines bisschen Ordnung geschafft, aber war jetzt nicht so viel möglich. Guck mal meinen ganzen Rahmen bitte. Dann habe ich hier Brot, darunter habe ich Nudeln, okay? Und mehr Ordnung. Mehr Ordnung geht hier leider nicht. Dann einmal diese Schublade hier. Ja, hier seht ihr meine ganzen Dosen, Konserven und so weiter. Chai habe ich hier ein bisschen. Da ist auch Chai, Kaffee, Reis, alles was oben auch nicht mehr reinpasst. Diese Bohnen und so weiter und so fort, Leute. Das ist alles hier drin. Ich hatte ein paar Sachen ausgemistet aus den Schränken, die schlecht geworden sind, die jetzt weg müssen. Das ist der ganze Müll, der rausgekommen ist und ich werde erstmal entsorgen gehen. Leute, ihr glaubt es nicht, aber ich habe so viele Pakete hinten, die ich noch nicht aufgemacht habe. Ungelogen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pakete oder so. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen, ich muss mich zügeln, ich habe ein bisschen zu viel gekauft. Ich habe eine Fritteuse gekauft. Yay, Leute. Ja, ich habe so eine fancy Fritteuse von WMF geholt. Ich mache damit morgen Pommes für den Besuch. Packen wir jetzt mal kurz aus. Das ist die Fritteuse. Richtig cool. Und das ist der Pommes-Kartoffel-Schneider. So. Ich wollte das schon immer mal machen. Das ist meine allererste Fritteuse überhaupt. Also auch meine Mutter hatte keine Fritteuse. Das ist das erste Mal, dass ich eine Fritteuse selber bedienen werde. Und guck mal, wie cool das aussieht. Also eigentlich wollte ich nie eine Fritteuse haben zu Hause, weil ich mir dann denke, ey, dann isst man oft fettige Sachen. Aber man zügelt sich halt. Das ist der Behälter, wo Öl reinkommt. Damit kann man auch nicht viel Pommes machen. Also es ist wirklich immer so für so eine kleine Beilage, wirklich für 2 Personen. Das ist das Gute. Ja, das Problem ist jetzt, morgen sind wir viel zu viele Personen. Eigentlich wollte ich Pommes machen, aber ich glaube, ich mache morgen doch was anderes lieber. Der Kartoffelschneider. Hier kommt die Kartoffel drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber dann
zack. Und dann sind die Kartoffeln in Pommesform. Yay. Guck mal, wie hübsch das aussieht. Also ich werde auf jeden Fall noch damit Pommes zu Iftar machen. Also wahrscheinlich dann nicht morgen, aber vielleicht übermorgen. Dann habe ich mir so eine Salzbox bestellt, weil viel praktischer, und ich habe mehr hochwertigeres Salz diesmal bestellt, weil ich will nämlich auf hochwertigeres Salz umsteigen. Deswegen einmal hier Steinsalz, kommt hier rein. Und einmal dieses Salz, das, davon habe ich schon viel gehört, das soll sehr, sehr nice sein. War auch echt teuer. Das ist aber so, wenn das Essen fertig ist, dass man es nochmal drüber gibt, so ein paar mehr Salzflocken. Bin sehr gespannt. Knoblauchgranulat, eine fette Packung. Leute, ihr seht richtig. Ich habe Nachtisch bestellt. Ich habe uns einfach Crepes mit Erdbeeren und Teller bestellt, aber zeige ich euch später. Hier seht ihr ein Douglas-Paket und ein Bräuninger-Paket, Leute. Ich hab mir gegönnt. Wir öffnen das mal kurz. Wir fangen hier oben an. Könnt ihr das irgendwie erkennen, Leute? Wie geil sieht das aus? Ich habe mir einmal dieses Kit geholt. Ich bin sehr gespannt. Es sieht mega cute aus. Ich hoffe, es riecht gut, Leute. Ich habe nur Gutes gehört. Ich habe selber gar nicht dran gerochen. Dann habe ich mir einmal von Huda Beauty Easy Bake Loose Powder in Peach Pie geholt. Damit ich euch das auch einmal zeigen kann. So sieht es aus, also so ein peachigen Unterton. Also es ist hell, aber mit einem peachigen Unterton. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Das Produkt hatte ich früher schon mal, aber habe ich aufgebraucht und dann nicht mehr nachgekauft, obwohl ich es sehr gut fand. Das ist von Huda Beauty Tantor in Fair. Also das ist so ein Cream Bronzer, Cream Contour Produkt. So sieht es aus. Sind wir gespannt. Ich bin da kurz crazy geworden. Ich bestelle sehr lange, habe sehr lange kein Make-up mehr bestellt und dann bestelle ich so viel auf einmal. Dann habe ich von Anastasia Beverly Hills Glipgloss bestellt und zwar nicht nur einen. So sieht der aus. Guck mal bitte, wie hübsch der aussieht. Der ist so peachy mit Glitzer. Ich hatte auch mal so einen ähnlichen. Ich hoffe, der ist aber etwas anders als der, den ich mal hatte. Das hier ist auch ein Gloss. Auch Nude. Farben. Ich hatte einfach nichts mehr in so einer schön hellen Farbe. Alles war mir immer zu dunkel. Noch ein Gloss von Anastasia. Der ist rosa. Sind gespannt. Also für den Sommer bin ich ausgesorgt. Von It Cosmetics Bye Bye Under Eye. Hatte ich auch früher schon mal in der Farbe Light. Das hier habe ich zum ersten Mal auch von It Cosmetics Bye Bye Dark Spots in Fair. Bin ich auch gespannt, wie der ist. Einmal so ein Trockenöl, Leute. Ich habe mir für meinen Körper geholt. Ich habe die Marke sehr oft gesehen, deswegen ich bin voll gespannt, wie das ist. Und von It Cosmetics einmal die CC Cream und ein Lip Liner von NYX. Das ist meine Douglas-Ausbeute und das war nicht günstig, Leute. Es geht weiter mit nicht günstig. Ich habe es gesehen und ich musste es bestellen. Okay, ich sag erstmal nichts, wir packen es aus, ja? Wir sehen schon mal Bräuninger. Das ist das gute Stück. Weiter geht's mit dem Auspacken. Jetzt langsam dürftet ihr es einmal sehen. Oh mein Gott, Leute. Das ist der Dyson in rosa. Ich habe mir den Dyson in rosa gekauft. Wie hübsch ist der bitte? Also ich habe den Dyson selber, ja, vor Jahren geholt, als er damals neu rauskam, im Hype war 2020, glaube ich. Das Ganze ist jetzt fast 4 Jahre her und ich habe den für kurze Haare, weil ich damals kurze Haare hatte. Mit dem Aufsatz, mit den ganzen, ja, mit den Lockendingern hier, das war dann nicht so toll für meinen Haaren jetzt. Ich habe geguckt, ob ich irgendwie Aufsatz ändern kann, habe nichts gefunden von Dyson, original, war immer ausverkauft. Und ich dachte mir, komm, ich gönne mir jetzt einfach das Neue, das ist super hübsch. Schenke das, was ich vorher hatte jetzt, also was ich noch zu Hause habe mit den kurzen Haaren. Für die kurzen Haare schenke ich meiner Mutter, weil sie hat ja kurze Haare. Und das ist dann für mich. Wow, wow, wow. Ich will den nicht mal auspacken, weil er so schön aussieht. Und das hier, Leute, ich wollte das hier haben. Ich bin so gespannt auf alles. Und das ist unser Essen, Leute. Das ist ein bisschen nachgeschmiert, egal. Einmal süß-sauer mit Reis. Dann Udon-Nudeln mit Hähnchen. Sommerrollen, Maki mit Gurke und süß-sauer Erdnusssoße, einem Dattel für mich. Und bestellt bei Los Monk. Also, das ist unser Iftar. Genehmin. Zeit für Nachtisch. Ich habe einfach heute auch Nachtisch für uns bestellt, weil wir irgendwie seit Tagen Lust auf Crepes mit Nutella und Erdbeeren hatten. Eis ist sogar noch voll gut. Also, es wurde auch voll schnell geliefert. Wir hatten das in der Tiefkühltruhe getan und jetzt geben wir uns Nachtisch. Das ist aber Timmys. Smiles. Noch ein Lotus
Cheesecake, ich mache den tatsächlich das erste Mal, obwohl das einfach mein Lieblingskuchen ist. Aber meine Mama macht den richtig geil, deswegen, wenn ich Lust darauf habe, frage ich mal meine Mutter, ob ihr den macht. Und deswegen habe ich den nie selber gemacht. Aber diesmal dachte ich mir, komm, ich mache ihn einfach heute mal selber. Ich mache eine No-Bake-Variante und die ist ganz, ganz, ganz einfach. Also wir brauchen wirklich nicht viel. Aber was wir brauchen, ist eigentlich Lotuscreme. Diese hier. Aber ich habe ja letztens, als Timis Familie gekommen ist, habe ich ja hier sehr viel verbraucht für das Dessert. Deswegen habe ich nicht mehr viel da. Da ist mir eingefallen, dass ich das hier da habe. Das müsste ja eigentlich dasselbe sein. Natürlich Lotuskekse, Philadelphia eine Mascarpone, eine Schlagsahne, etwas Puderzucker, zweimal Vanillezucker, Butter. Also, ich habe jetzt 250 Gramm. Das ist die ganze Packung bis Kopf, jetzt zerkleinert, wie ihr gesehen habt. Jetzt brauchen wir 100 Gramm geschmolzene Butter. Und die kommt dann hier rein und das wird dann die Unterlage für den Kuchen. 100 Gramm Butter, tue ich einfach in den Airfryer und lasse das schmelzen. Jetzt machen wir die Creme. Einfach eine Packung Mascarpone, eine Packung Philadelphia, 200 ml Schlagsahne. Könnt auch einen Löffel von dem hier reinmachen, beziehungsweise hier davon. 2 Packungen Vanillezucker und Sahnefest, wenn ihr habt, aber ich habe keinen da. 2 bis 3 Esslöffel Puderzucker, je nachdem. Sorry, ich meinte nicht 200 ml, sondern das sind 250 Gramm, also so eine Packung. Dann 2 Esslöffel oder 3 Esslöffel Puderzucker. Mixi, mixi, mixi. 100 Gramm geschmolzene Butter jetzt mit zu den Keksen. Gut durchrühren. Am besten macht ihr eure Kekse mit einer Maschine klein. Ich habe es jetzt so gemacht, deswegen ist es noch ein bisschen grob. Ich hoffe, das wird gut. So, und jetzt einfach nur die Lotuscreme drauf und dann einfach in den Kühlschrank. Deswegen habe ich es auch jetzt einen Abend vorher gemacht. Bis morgen kann er schön gut auskühlen, dann schmeckt es richtig gut. Milka Schokolade. So, Freunde, ihr habt gesehen, ich habe das bisschen dekoriert mit weißer Schokolade. Fertig. Das bleibt jetzt bis morgen mit dem Kühlschrank. Zeit, mit dem Essen anzufangen, Leute. Wir haben jetzt 13.17 Uhr. Heute kriegen wir Besuch. Timmy geht es leider immer noch nicht so gut. Der ist hinten, der ruht sich immer noch aus. Wie gesagt, werde ich jetzt aber anfangen mit dem Essen, das ich hier vorbereiten werde. Ich habe gestern einmal, bevor ich schlafen gegangen bin, Hähnchenflügel und Hähnchenkeulen aus der Tiefkühltruhe rausgenommen und über Nacht einfach auftauen lassen. Die werde ich jetzt vorbereiten. Also die Hähnchenflügel werde ich einmal so cutten in der Mitte, dass ich so einzelne habe. Und von den Keulen mache ich so diese Knochen da weg, diese gelbe. Dann habe ich auch noch Hackfleisch rausgetan für die Suppe. Und vielleicht mache ich noch irgendwas damit, weiß ich noch nicht. Aber erstmal werde ich das Hähnchen vorbereiten. Leute, einmal diesen Dings hier entfernen, dieses Gelbe vom Knochen und die Haut komplett ab. Versteht mich nicht falsch, ich liebe eigentlich diese Haut, aber wenn sie knusprig ist. Aber bei diesem Gericht wird sie nicht knusprig und labbrige Haut, weiß ich nicht. Die Wings teilen wir einfach einmal in der Mitte durch. So. Das war's auch schon. Und hier lassen wir die Haut natürlich dran, weil die werden richtig crispy. So sehen die jetzt aus, Leute. Die werden gleich in der Pfanne angebraten. Und da mache ich so eine selbstgemachte Gemüsesauce dazu. Zeige ich euch gleich. Deswegen mache ich hier im Gemüse einmal schon mal klein. Die werde ich einmal marinieren und dann lasse ich die einmal chillen. Meine Wings werden einmal gewürzt, natürlich mit Salz, mit Pfeffer, Paprika edelsüß, süße Chiliflocken, etwas Curry, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Olivenöl.
Das wird so lecker, Leute. Das riecht jetzt schon richtig geil. Und frisch alte Folie drauf. Oder auch nicht, weil ich habe was vergessen. Da habe ich glatt die Chemikalie X vergessen. Etwas Backpulver, Leute. Jetzt aber. Und auf Seite. Für die Soße bereite ich schon mal Gemüse vor. Dafür schneide ich einfach das Gemüse klein. Das kommt dann in diesen Zahacker und das wird dann zusammen gemixt einfach nur. Nehmt das, was ihr einfach zu Hause habt an Gemüse. Ich habe jetzt Paprika da. Chili. Da kommt jetzt noch eine Tomate rein. Zwiebel ist auf jeden Fall ein Muss. Ich muss sagen, für alle, die keine Zwiebeln mögen, ihr verpasst auf jeden Fall was im Leben. Knoblauch. Knoblauch. Wir würzen das Ganze jetzt schon mal mit Zwiebelpulver, Knoblauch, Paprika, Pfeffer, Salz, süße Chiliflocken, Dumans Oriental Veggies. Leider der Rest. Ich brauche Nachschub. Olivenöl. Lassen wir erstmal auf Seite. Öl. Und dann braten wir einmal unsere Hähnchenkeulen an. Wir würzen hier einmal mit Salz und Pfeffer. Runterstellen und köcheln lassen. So, Freunde, ich mache auch einen Kartoffelauflauf dazu heute. Habe ich voll lange nicht mehr gemacht. Ganz einfach. Aber ich werde den diesmal, also man kann entweder Kartoffeln vorkochen oder man macht das im Ofen direkt. Ich werde die Kartoffeln gleich vorkochen im Topf, nachdem ich die in Scheiben geschnitten habe. Dann kommen die hier rein mit der Sauce und so weiter und Käse drüber und dann mache ich Alufolie drauf, ja. Und das muss dann später nur noch so für 10 Minuten in den Ofen, bis der Käse goldbraun ist, alles warm ist und dann ist er auch schon fertig. Das ist halt für mich viel einfacher, als wenn ich jetzt später im Backofen machen lasse und dann nochmal die Soße aussehen. Dafür schneide ich jetzt erstmal die Kartoffeln. Das ist jetzt die Anzahl an Kartoffeln, die ich machen werde. Schneide ich jetzt alles in Scheiben, ne? Und dann tue ich erstmal hier rein und die werden gleich in Sahne gekocht. Aber erstmal alles schnippischnappi klein schneiden. Lieber zu dünn als zu dick. Ungefähr so und die kommen erstmal auf Seite. Solche Scheiben schneide ich, Leute. Ich gucke gerade nebenbei Yellow Chap drin, deswegen nicht wundern. Das kommt erstmal hier auf Seite. Für den Kartoffelauflauf geben wir einfach einmal Sahne in den Topf. Ihr fragt mich jetzt nach genauen Mengenangaben, aber ich mache einfach nach Lust und Laune. Ich sage euch jetzt, wie viel ich benutze. Also hier waren ca. 200 Milliliter drin. Dann einmal hier, das sind 250 Gramm. Etwas Milch. Muskatnuss. Knoblauch, Salz, Pfeffer, Kartoffeln mit reingeben, und aufkochen lassen. Und das Ganze kommt jetzt in die Auflaufform. Das lasse ich einmal kurz abkühlen, bevor der Käse drauf kommt. Dann hacke ich Petersilie klein. So, ich habe jetzt nur noch 7% Rama da, aber ihr könnt auch richtige Sahne nehmen. Einfach hier mit drauf. Etwas in den Teig einarbeiten. Dann die Petersilie oben drauf. Das war's auch schon. Das kommt jetzt einfach in den Ofen, Leute, bei 200 Grad. So, das ist etwas abgekühlt. Hier kommt jetzt natürlich der Käse drauf. Alufolie drauf. Und einfach 15 Minuten, bevor das fertig werden soll, in den Ofen. So, Leute, die Suppe, ich mache jetzt hier schon ein bisschen. Das ist eine Nudelsuppe, so eine Tomatennudelsuppe. Man kann die auch mit Hackfleisch machen. Ich mag die heute mit Hackfleisch.
Und ich mache mir erstmal hier alles ready. Ist einfach ganz easy. Erstmal ein bisschen Öl in die Pfanne. Etwas Hackfleisch dazu. Hackfleisch einmal anbraten. Ein Stück Butter mit rein. Ein Esslöffel Paprikamark. Tomatenmark. Kräuter. Kleines Update von mir. Wir haben gerade Punkt 18 Uhr, das heißt noch ca. 50 Minuten bis Iftar. Essen ist soweit fertig. Ich muss nur noch den Kartoffelauflauf jetzt gleich in den Backofen tun. Und die Chicken Wings noch in den Airfryer. Die brauchen jeweils so 15-20 Minuten. Das mache ich aber jetzt gleich. Ich habe noch erstmal den Tisch gedeckt, das zeige ich euch jetzt auch. So sieht das einmal aus. Nicht wundern, ich habe jetzt für 4 Personen gedeckt, weil mein Bruder und meine Schwägerin kommen heute doch nicht. Deswegen habe ich auch zu viel gekocht, weil ich habe eigentlich für 2 Personen mehr gekocht. Timmy ist auch da, aber da er krank ist, wird er sich nicht zu uns setzen, weil er hustet und so weiter. Deswegen, der bleibt lieber hinten. Habe einfach ein bisschen Silber mit Gold kombiniert, aber ist ja auch egal. Das ist einmal das Essen. Huch, da muss ich einmal das Tuch wechseln. Das ist schon eingesaugt. Das ist der Reis, das meinte ich mit Kurkuma. Ach, das habe ich euch gar nicht erzählt, Leute, mein Akku ist leer gegangen. Den Reis normal wie immer gemacht, nur noch Kurkuma dazu gegeben, damit er diese wunderschöne Farbe bekommt. Das hier ist einmal das Hähnchen, das wird gleich nochmal umgerührt. Die Sauce, da werde ich ein bisschen Mehl reintun oder Speisestärke, damit das ein bisschen dicker wird. Das ist die Suppe, die muss ich einmal gleich warm machen. Das ist das Sahnebrot, das werde ich gleich schneiden. Hier ist einmal der Salat, den habe ich vorbereitet. Tomate, Gurke, Zwiebel, Walnuss. Petersilie ist klein geschnitten zum Garnieren später. Das Kartoffelauflauf, der kommt jetzt gleich in den Ofen. Und die Wings kommen in den Airfryer. Wir sitzen jetzt unter der Frauenrunde. Judith! Anna, Juten, zu spät. Wir sind schon gegessen. Jetzt haben wir Kuchen hier sehr. Judith! Das ist ein Cheesecake, den ich gemacht habe. Die sagen auf jeden Fall, dass er ganz, ganz in Ordnung schmeckt. Das freut mich natürlich, weil es ein No-Bake ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen weich geworden. Meine These hat mir einfach Baklava und Tulumba mitgebracht. Auf jeden Fall, ich liebe die und die sind richtig knackig und ich freue mich darauf, die zu essen. Da habe ich ein bisschen Obst rausgemacht. Wir haben Kuchen. Chai und jetzt machen wir so eine kleine Runde und quatschen. Eine Quatschrunde. Quatschrunde. Der Besuch ist jetzt weg. Ich habe jetzt noch ein bisschen aufzuräumen, aber nicht mehr so viel. Also eben nach dem Essen habe ich ja direkt Hilfe bekommen und so weiter. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel aufzuräumen und ich hatte viel zu viel gekocht, weil ich dachte ja noch, meine Mutter und meine Schwägerin kommen auch. Deswegen habe ich für 2 Personen mehr gekocht. Habe jetzt meiner Tante und meiner Mama aber auf jeden Fall viel mitgegeben, dass ich das jetzt nicht wegschmeißen muss alles, weil das viel zu viel war. Ja, und jetzt mache ich dem Timmy noch Suppe warm, räume jetzt hier auf und das war es eigentlich auch schon. Aber ich muss immer aufräumen, Leute. Ich kann einfach die Küche nicht anschauen, wenn die so aussieht, wie sie aussieht. Da habe ich kein inneres Ruhe. Deswegen erstmal die Küche aufräumen.